Hallo und willkommen zurück zur neuesten Folge von Eine Frau, ihr Prügel und die toten Krokodile, also known as Let's Play Conan Exiles. Und ich habe schon in der letzten Folge festgestellt, wie toll dieser Prügel ist und ich finde ihn immer noch geil. Ernsthaft, ich werde nichts anderes mehr benutzen als diesen verdammten Prügel, der ist so klasse. Ich dachte ja schon, die Eisenpike wäre geil, aber der Prügel ist irgendwie lustiger. Jetzt muss ich nur noch einen Haufen Eisen finden. Und, oh, hier könnte ich mal ein Emo umhauen. Bäm! Was? Und nochmal! Okay, eine Runde Emo-Kegeln mit dem Prügel. Das ist schön. Ich liebe den Prügel, der ist toll. Könnte ich ein extra Möbelstück für den Prügel herstellen? Ich würde es tun. Und ihn darauf stellen, damit ich ihn immer angucken kann. Da ist schon wieder so eine Hyäne. Mal gucken. Kommt die rüber? Sieht die mich? Nee. Dann wird nämlich jetzt... Doch, sie kommt rüber. Die kommen immer. Hyänen finden einen dauernd. Nochmal drauf gebratzt. Schön. Macht einfach Spaß. Jawohl. Jetzt aber switchen zur Hacke und mal gucken, was ich raushole. Okay, also zwischen 18 und 21 Ironstone pro Schlag, das ist okay. Falls ihr euch bei eurem Server wundern solltet, dass ihr weniger rauskriegt, ich habe hier, damit ich nicht ewig Ressourcen suchen muss, den Ertrag ein bisschen hochgedreht. Also, wenn das bei euch dann so 10 sind pro Schlag, dann ist das offensichtlich auch okay. Vor allem, wenn es ein Multiplayer-Spiel ist. Also, wir haben da jetzt auch nicht so einen Mega-Ertrag in unserem Multiplayer-Server drin. Sonst wird es ja auch irgendwann ein bisschen witzlos. Also, wenn man sich gar nicht mehr anstrengen muss. Aber ich möchte auch mal irgendwas anderes machen, außer hier dann zu zeigen, wie ich irgendwelches Zeug pickle. Insofern passt das schon. So, you're carrying too much. Da schmeißen wir dann jetzt mal alles raus, was ich nicht brauche. Unter anderem rohes Fleisch und Knochen. So, wir haben jetzt hier fast 500 Eisen. Also ich werde jetzt noch 20 holen. Und dann gucken, dass ich irgendwie noch Kohle finde. So, 501 haben wir, prima. So. Nein, ich wollte nicht schon wieder Stein aufheben, also das ist echt... Ich habe hier so einen furchtbaren Sammelwahn. Das habe ich mir im Multiplayer angewöhnt. Überall, wo irgendwas zu sammeln ist, klicke ich drauf. Ist natürlich so ein bisschen scheiße, wenn man dann auch anderes Zeug braucht. So, mal gucken. Da drüben sehe ich Kohle. Da sollte ich eigentlich hinkommen, ohne dass mich dann gleich irgendwie einheimisch überfallen. Oh, hört ihr das? Das Gebrummel im Hintergrund. Das bringt so diese Stadt da mit sich. Hallo, Stone. Ich möchte kein Stone, ich möchte Coal. So. Weg damit. Weg damit. Okay. So, jetzt darf ich nichts mehr kaputt machen, sondern werde nach Hause laufen und meine ganzen Gewinne mitnehmen. Vor allem gucken, dass mich nicht noch 20 Hyänen auf dem Weg irgendwie überfallen. Boah, aber dieser Hammer ist wirklich derbe. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Waffe, die man so früh im Spiel craften kann, und man braucht ja für diesen Hammer nicht wirklich viel, dass die so reinschlägt. Ich meine, gerade für die Eisenpike braucht man ja dann doch schon so ein bisschen mehr Eisen und
Die Blacksmith Bench und was weiß ich noch was alles. Und für den Hammer, was haben wir denn da jetzt groß gebraucht? Eigentlich gar nichts. Steine. Was haben wir da gebraucht? Jo. Steine und ein paar Äste. Meine Güte. Hätte ich das mal früher gewusst. Ich hätte mir eine Menge Ärger mit Krokodilen erspart. Ich meine, klar, ich halte jetzt immer noch nicht mega viel aus, aber es ist zumindest eine Waffe, mit der man zurückschlagen kann. Und nicht das Gefühl hat, dass man permanent nur freiwillig für irgendwelche be bescheuerten Handtaschen ist. Okay. Also ich bin ja mal gespannt, was sie mit diesen Pflanzen hier machen. Weil die sehen schon so special aus irgendwie. Also die heben sich ja schon von der Umgebung ab. Genau wie das die Aloe Vera Pflanzen machen oder der gelbe Lotus. Vielleicht wird da noch irgendwas Neues implementiert. Fände ich ja schön. Weil, ne, sammeln und so, das ist ja immer eine Sache, die mir viel Spaß macht. So, ich darf hier jetzt aber nicht zu viel rennen. Weil ich davon ausgehe, dass ich hier wieder von irgendwelchen Viechern angegriffen werde. Und da möchte ich dann natürlich eine Menge Stamina haben, damit ich mich auch wehren kann. Nix ist blöder, als eine dicke Waffe zu haben und in einer Gegend unterwegs zu sein, wo dann alle naslang irgendwo, keine Ahnung, Hyänen oder sowas aus der Ecke rausspritzen und dann einen fressen wollen. Man kann sich nicht dagegen wehren. Man steht da und denkt sich so, no, warum sterbe ich jetzt? Ah. Es hat auch einen Moment gedauert, bis mir das mal klar wurde, dass man mit der Stamina auch zuschlägt. Und wenn man keine hat, sich nicht wehren kann. Also es ist durchaus sinnvoll. Mann, das wird ja immer voller hier. Wo bin ich denn hier gelandet? Gott, oh Gott. Nee, ich glaube, ich gehe außen rum. Wird mir zu unbequem. Vielleicht finde ich ja gleich wieder die Unterwasserkämpfer. Die Antilope, die dann unter Wasser von dem, was auch immer getötet wird. Was kommt denn da jetzt? Oh, fuck. Okay. Alter! Was bist denn du für ein Agro-Vieh? Und der schubst mich dann auch noch weg. Sickle! Echt jetzt? Jetzt gibt's aber mal einen hier. Schubsestrauß oder was? You're carrying too much? Ah ja, das sind diese dummen Knochen hier. Boah. Ich dachte gerade schon so, hä, klicke ich jetzt hier dauernd auf die falsche Taste oder woran liegt's? Hm. Das ist dann natürlich so richtig blöd, wenn man während des Kampfes irgendwelches Zeug aufnimmt und dann nicht mehr wegrennen kann, weil man eh schon überladen ist, bis unter die Ohren. Woran bist du gestorben? Ich hatte zu viele Steine dabei, während ich kämpfte. Hm? Ja, nur bei mir ist es jetzt Eisen. Boah, Alter, nicht schon wieder irgend so ein lästiges Viech. Jetzt wird aber geschwommen. Komm hier ruhig hinterher. Du kannst sowieso nicht schwimmen, du komisches Vieh. Okay, unter Wasser kann man offensichtlich Pflanzen pflücken. Aber keine Fische. Was ich schade finde. So, jetzt mal schön zurück zu meiner Insel. Da, wo es friedlich ist und schön. Vor allem, wo ich einen Ofen habe, wo ich Eisen basteln kann. Was ein Stress. So, mal gucken. Sind wir hier fertig? Nein. Ah, der hat ja noch ein bisschen zu tun. Okay. So. Lieber Ofen, ich hab dir da mal was mitgebracht. Viel Spaß. Okay, 251, das sollte reichen. Zuzüglich zu den etwa 50, die ich noch habe. Nee, 44. Und jetzt habe ich auch eine Iron Hatchet, eine Axt. Das ist schön. Sollte das also auf jeden Fall reichen.
Um ein einfaches Rad der Schmerzen zu bauen. Dafür brauche ich noch Holz. Holz habe ich genug. Steine habe ich nicht. Und Zwirn habe ich auch nicht. Dann hole ich erstmal das. So. Jetzt werde ich noch ein bisschen faul sein und meine super tolle neue Eisenaxt dafür benutzen, ganz schnell Steine zu klopfen. Dafür taugt sie dann nämlich auch sehr gut. Ich meine, hallo, wenn man pro Schlag irgendwie 18 oder 20 Steine rauskriegt, dann ist das Ressourcensammeln ein bisschen schneller. Einziger Nachteil, irgendwann wird halt auch diese Axt kaputt gehen. Diese Picke. Und dann muss ich sie mit Eisen und mit Leder reparieren. Das dauert natürlich ein bisschen länger. Das ist das Gute dran. Die sind natürlich haltbarer. Auch wenn ich finde, dass sie da die Haltbarkeit schon ein bisschen niedrig angesetzt haben. Und es wird auch offensichtlich nicht danach skaliert, mit welchem Material man hier am Werkeln ist. Also was man mit der Pickel kloppt, sondern wie häufig. So, jetzt ist sie kaputt. Okay, mal gucken. Ah, ich habe eh über 500 Steine, das sollte doch reichen. Bin schon fast wieder überladen. Also Hyänen, das ist jetzt der geeignete Zeitpunkt, mir auf den Sack zu gehen. Oder Krokodile? Kein Krokodil? Nein? Die haben mitgekriegt, dass ich den dicken Hammer habe. Jetzt kommen die nicht mehr. Ja gut, wenn ich ein Krokodil wäre, würde ich jetzt auch nicht mehr ankommen. Ist dann auf Dauer ein bisschen ungesund. Hey. Ah, ist echt heftig. Also gerade, dass diese Emus hier so einen fiesen Pushback haben. Also Junge, der hat mich ja einfach überrannt. Mal kurz zur Seite geschopst und das war's dann. Weiß man auch gar nicht mehr, wie es einem geschieht. So, dann werde ich hier mal eben austauschen. Und reparieren. Den Hammer auch. Nicht, dass der schöne Hammer irgendwie kaputt geht. Das wollen wir ja nicht. So, dann brauche ich jetzt noch eine Menge. Erstmal was zu essen. Ach, ich habe doch hier dabei. Ich vergesse das immer, dass ich immer so viel mitnehme. So, jetzt wird erstmal ordentlich Gebüsch gesammelt. Weil wir brauchen ja noch eine Menge Zwirn. Für das Rad der Schmerzen. Und dann kann ich hier auch mal so richtig dick Zeug bauen. Weil ich ja überlege, ob ich das nicht irgendwie auf Fundament setze. Andererseits, ist auch irgendwie so ein bisschen sinnlos. Ja, beim Tempel kann ich es ja noch nachvollziehen. Aber was ist denn hier Gebüsch? Ist hier drüben welches? Das müsste ich doch eigentlich mitnehmen können hier. Ja, das sieht ja sehr gebüschig aus hier. Boah, Alter. Okay, komm rüber. Ich habe hier einen Hammer für dich. Die! Muah. Und er ist so schön blutbespritzt, das gefällt mir echt gut. Das passt zu meiner Stimmung, diese blöden Viecher betreffend. Sie sollen einfach alle sterben. Ich bin hier der Krokodilschlechter aus dem Flusstal. Jetzt muss ich nur noch wieder gesund genug werden. Weil da drüben ist wieder so ein rumlaufender Emu, der klatscht mich sonst wahrscheinlich einfach mal kurz zu Boden, wenn ich nicht aufpasse. Und leider braucht hier die Gesundheitsregeneration dann doch ein bisschen. Also ich glaube, für die Emus braucht man dann tatsächlich eine Pike oder ein Speer oder sowas. Mal gucken, wann kriegt man denn hier einen Speer? Das ist ein Dolch. Eisenpike, muss ich dafür irgendwas vorher können? Nee, eigentlich nicht. Ich brauche nur mal 4 Punkte. Oh, das ist schön. Ich glaube, als nächstes oder so werde ich mir dann irgendwann demnächst diese Pike hier basteln. Und in absehbarer Zukunft den Zimmermann noch holen, weil
mit dieser Bench bastelt man dann geformtes Holz und so. Das ist die Grundlage für alle Holzmöbel, dass man sich einen Tisch machen kann und Stühle und ein bisschen bessere Schusswaffen und so. Ja, geht eigentlich nicht ohne. Ah, warte mal, was ich eigentlich machen könnte, während ich hier sowieso auch warten muss, bis ein bisschen hier vorangeht. Ich könnte mir mal ein paar Standfackeln craften. Denn die sind sehr praktisch, die geben ordentlich Licht. Ich werde hier mal ein bisschen Kohle klauen. Sticks habe ich nämlich noch. Dann habe ich hier in dem Raum auch nicht mehr so die Lichtprobleme. Das ist nämlich etwas lästig. So. Dann kann ich auch auf, naja, ich weiß nicht, vielleicht dieses stygische Ding hier verzichten. Stell hier irgendwo eine Fackel in die Ecke und dann war es das. Dann habe ich das Thema nämlich abgehakt. So. Die Dinger sind nämlich richtig praktisch. Also, wenn man ein größeres Areal erhellen möchte, sind die Standfackeln dafür am besten. Ich habe bisher im Spiel noch nichts gefunden, das einen größeren Radius hätte. Also es gibt irgendwo kurz vor dem Endgame durchaus noch eine Laterne, die man sich herstellen kann. Aber so weit bin ich noch nicht. So, mal gucken, ob ich die hier in die Ecke kriege. Das wäre jetzt natürlich richtig cremig. Ja, ist ja geil. So, du machst Licht. Du machst hier auch Licht. Ja, rüste ich hier ein bisschen meine Decke. Egal, was soll's. Steht sie wenigstens nicht. Nee, das geht hier nicht. Ah, schade. Dann nehme ich das Ding hier weg. Ah. Oh, fuck. Ah, okay. Das war das Falsche. Nein, wir wollten jetzt nicht die Sandstone Foundation wegballern. Okay, brauche ich halt mal eben eine neue. Wir haben ja Zeit, wir haben es nicht eilig. Was ein Fuck. Warte mal, habe ich nicht noch irgendwo eins rumliegen? Nein, okay, die muss ich wirklich neu craften. Okay, mal eben kurz den Boden kaputt gemacht. Was soll's? Ich hoffe mal, der lässt mich das Ding jetzt auch setzen, ohne dass es ein Problem wird. Ja, gut. So, und dann kommt hier neben die Tür noch so eine Standfackel hin. So, eigentlich sollte man hier. Ah, jetzt sieht man auch das Feuer ein bisschen. Ich stehe hier auch mal an, dann ist das hübscher. So. Damit kriegt man den Raum wenigstens dann auch richtig schön erleuchtet. Okay. Ich war gerade dabei, ein bisschen Leben zu akkumulieren. Aber wenn ich hier schon dabei bin, machen wir das auch gleich. Vitalität. Und nochmal Stärke, nochmal ordentlich draufballern. So. Das brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht so dringend. Ich habe 4 Punkte. Mann. Was ist denn das? Eiserner Kriegs. Oh. Verdammt. Jetzt habe ich irgendwie Bock, mir so einen dicken eisernen Kriegshammer zu bauen. Das ist jetzt schwierig. Sind wir vernünftig? Lernen wir den Zimmermann? Oder sind wir lustig? Oder holen wir uns die Eisenpike? Also ich glaube, ich werde die Eisenpike erstmal holen. Weil die gerade für Gegner, die ein bisschen längere Range haben und diese Emus haben offensichtlich eine längere Range, ganz hilfreich sind. Weil mit der Pike muss ich nicht direkt dran, mit dem Hammer schon. Für jeden Gegner die passende Waffe. Naja, wir sind ja flexibel, ist ja alles nicht so wild. Mache ich beim nächsten Mal den Zimmermann oder die den Kriegshammer. Kriegshammer finde ich ja schon irgendwie geil. Ja, ich gebe zu, das mit den Krokodilen, das hat jetzt auch einfach nur gut getan. Endlich konnte ich mich mal rächen an den blöden Viechern. So, gucken wir mal, was brauche ich.
Wie viel brauche ich denn jetzt eigentlich für diesen Rad der Schmerzen? 38, Gott. Oh, das macht doch keinen Spaß. Also da frage ich mich wirklich, warum die noch keine Sense oder sowas ins Spiel implementiert haben. Und dann mal hier kurz ordentlich durchs Gebüsch senst und das Ganze etwas effizienter machen kann. Weil du kannst ja auch bei jedem anderen Rohstoff sowas machen. Das ist ja der Punkt. Also Steine kann ich ja auch mit der Hand vom Boden auflesen. Effizienter wird es dann mit einem Pickel und noch effizienter mit einem Eisenpickel oder mit einem Stahlpickel irgendwann. Und oder Holz. So. 71, okay. Ja gut, da habe ich genug. Kann ich auch ein paar auf Vorrat legen, das ist ja auch schon mal schön. So. Nochmal eben was trinken. So, jetzt könnt ihr aber auch mal sehen, wie hell diese Standfackeln die Bude machen. Zwei Fackeln und schon ist hier ordentlich Licht drin. Also kann ich nur empfehlen. Vielleicht nicht direkt unter irgendeinem Fundament oder so, aber ansonsten hilft das schon richtig gut. So, Leder haben wir jetzt auch ein bisschen was. Ich sehe schon, ich werde demnächst neue Rinde klappen müssen. Ganz wunderbar. Ich wollte ja schon immer mein Spiel mit irgendwelchen sinnlosen Dingen verbringen. Warum nicht auch Rinde kloppen? Ah, es ist schon ein bisschen traurig, dass man dann damit dann so viel Zeit verbrät, die man eigentlich irgendwie sinnvoller nutzen könnte. So, nicht wundern, dass ich jetzt die ganze Zeit hier diese Samen sammle. Ich gehe schlichtweg davon aus, dass ich, wenn ich anfange, tatsächlich Sklaven irgendwie zu halten oder zumindest einzusammeln, dass ich die brauchen werde, um die Sklaven zu ernähren. Weil mit Schleimsuppe ist das einfach noch am effizientesten. So, da packe ich jetzt nochmal meine Steine dazu und das restliche Holz. Muss ja alles in Ordnung haben. Und dann fürchte ich, sind wir hier schon wieder an einem Ende angelangt. Denn ich muss jetzt auf jeden Fall warten, bis die Eisenbahnen fertig sind. Das sind jetzt noch ein paar. Das zieht sich noch eine Weile hin. Bis aus diesen 51 tatsächlich 200 geworden sind. Und wir brauchen 200 für das Wheel of Pain. Leider. Nee, 100. Oh, 100. Ja gut, dann kann ich es euch auf jeden Fall schon zu Beginn der nächsten Folge zeigen. Und ja, dann würde ich mal sagen, spätestens beim nächsten Mal sehen wir uns dann ordentlich zu einer Runde Sklaven fangen. Da freue ich mich schon drauf. Ich und mein böser Hammer und ihr und die Sklaven. Oder zumindest die Leute, die ich dann zu Sklaven machen kann. Schauen wir mal. Weil, guck mal da drüben, dieses hübsche Feuer. Und da drüben ist auch noch eins. Und hier, also es gibt eine Menge Ecken, wo ich rein theoretisch Sklaven finden und fangen kann. Perfekt für mein neues Geschäftsmodell. Dann würde ich mal sagen, bis dann. Wir sehen uns das nächste Mal. Und hat Spaß gemacht. Tschö.